Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Zoom-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man bei Zoom die Sprache ändern kann. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert und wenn man vor allem weiß, wo man es braucht, denn hier in der App und im Browser funktioniert es unterschiedlich. Wir gehen natürlich beide Wege durch, aber wir zeigen zunächst einmal den Browser. Das kann ich aber trotzdem über die App ansteuern, indem ich hier auf das Zahnrädchen für die Einstellungen klicke und hier auf Mehr Einstellungen ansehen gehe. Dann werde ich auf die Webseite weitergeleitet und befinde mich hier schon in den Einstellungen. Hier muss ich jetzt noch aufs Profil wechseln und dann haben wir hier die Sprache. Befinde ich mich vorab schon auf der Webseite, kann ich aber auch einfach oben auf Mein Konto klicken, muss mich vielleicht einloggen und komme dann auch hier hin. Hier haben wir bei der Sprache jetzt die Möglichkeit, diese zu bearbeiten, wählen wir aus, dann die Sprache, in die wir es ändern wollen, zum Beispiel einmal Englisch und klicken dann auf Speichern. Allerdings funktioniert das jetzt wie gesagt hier nur für den Browser, das hat keine Auswirkung auf dieses Programm. Wie ändere ich das hier? Wir gehen jetzt unten einmal in die Taskleiste und suchen hier das Symbol für Zoom. Dann machen wir einen Rechtsklick darauf und haben hier die Möglichkeit, die Sprache umzuschalten. Da wählen wir jetzt einmal aus, zum Beispiel hier wieder Englisch. Dann wird das Programm einmal neu gestartet, es öffnet sich aber automatisch wieder. Und jetzt sehen wir, dass es auf Englisch eingestellt ist und ich könnte es natürlich auch in viele andere Sprachen einstellen. Von daher ist es eigentlich gar nicht schwer, man muss es aber natürlich wissen, sonst verliert man sich hier in den Einstellungen, wenn diese eigentlich hier unten ganz einfach zu finden ist. Von daher hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wir uns im nächsten Tutorial wiedersehen. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.